Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem ganz speziellen Fortnite-Video, denn wir werden heute nach jedem Kill mit einem anderen Controller spielen. Und da sind Controller dabei wie PlayStation, Xbox, Switch und so weiter, aber auch Hacker-Controller und ganz, ganz komische Controller. Das sind irgendwelche verbotenen Controller aus Japan und so. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und tragt auf korrekt meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Achso, und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann seid ihr übrigens die Ersten, die das Video sehen können. Okay, Freunde, wir sind wieder online. Guckt euch das mal bitte an. Wir haben den ersten Controller hier am Start und zieht euch das mal bitte rein. Das ist ein PlayStation 4 Controller. Guck mal, wie dreckig der ist. Den habe ich irgendwo in der Ecke wieder gefunden. Ist halt ein ganz normaler PlayStation 4 Controller. Oder vielleicht auch nicht, weil ich meine, der war 100 Jahre verschollen. Aber jetzt ist er wieder back on track. Boah, Freunde, ich sag euch, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich zuletzt mit dem Controller gespielt habe. War das ein Jahr vielleicht? Oder zwei? Ich kann auf jeden Fall nicht wieder in der Mitte runtergehen. Das ist so krass, das ist ein Big Baba-Bubu-Gebiet. Wir gehen hier am Rand runter. Hoffentlich sind hier weniger. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal ein bisschen bauen, weil ich glaube, das verlernt man nicht. Das ist so wie Fahrradfahren. Man setzt sich drauf und fährt einfach. Und ich schieße den Controller an und baue einfach wie ein Weltmeister. Okay, ein paar Leute sind hier. Komm, gib eine Waffe, bitte. Waffe, Waffe, Waffe. Captain Wannabe America ist wieder on point. Pumpgun. Sehr, sehr gut. Nee, bringt ja gar nichts am Anfang. Ich will Leute aus der Luft wegballern. Boah, das ist voll schwer. Alter, wie schwer geht dieser Controller hier nur? Ey, da schießen schon welche auf mich. Geht aus dem Weg. Ich will meinen ersten Kill machen. Ich kann nicht mal schnell laufen. Was ist das? Ich glaube, der ist ein bisschen broke. Oh Gott, der schießt schon auf mich. Alles klar, ich bin einfach schon tot. Ey, wie viele Leute sind hier? Zwei Stück nur? Nein, das sind viel mehr. Ey, was ist das denn? Ey, das ist wie Tilted Tower, sein Vater. Tschüss, wie viele sind das? Okay, wir gehen runter. Wir holen uns eine Waffe, machen Kill und dann tauschen wir den Controller. Ich brauche dringend irgendwas. Da vorne liegt was. Was bist du? Oh Gott, was ist das für eine Schimmelwaffe hier? Hier ist schon einer. Mach keinen Ärger. Er ist da down. Komm, du stirbst direkt. Da ist sogar noch einer. Ey, das ist ein A-Skin. Oh mein Gott, er ist reingelaufen. Ich kann nichts dafür. Wow, hier ist noch einer. Drei Kills auf einmal. Er war nie weg. Leute, tut mir leid. Ich wollte ja wechseln, aber was soll ich machen? Die gehen alle auf mich drauf. Wie soll ich so nach jedem Kill wechseln? Egal, wir gehen hinter den Stein und wir kommen zum zweiten Controller. So, abstecken. Hä, wieso geht das nicht ab? So, jetzt. Oh Gott, nächster Controller. Macht euch bereit. Was wird kommen, Freunde? Simsalabim. Oh Gott, ich werde sterben. Wo ist das Kabel? Hilfe. Es sieht hier aus wie Müll. Willkommen zum nächsten Controller, Freunde. Es ist der PS5-Controller. Ey, ich sag euch, mit den Controllern haben wir so heftige Probleme. Aber der ist eigentlich ganz nice. Und wir haben ein kleines Cheating-Tool hier dran, ne? Da ist der Grip ein bisschen besser. Wir können ein bisschen besser aimen. Gefällt mir eigentlich. Ey, warte mal. Der hat ja auch Vibration an. Ich spüre einfach alles in diesem Spiel hier. Wir müssen gleich unbedingt mal bauen. Ich will gucken, ob ich es noch drauf habe. Oh, oh, da schießt jemand. Warum? Lass mich doch in Ruhe. Ich bin ein kleiner Vogel, Mann. Ich bin gerade erst gelandet. Sagt Baby Klombo nicht, aber er kann gerne ihn wegschießen. Na, hör mal. Oh mein Gott, 74. 37. Oh, ich habe auch einen Bogen. Perfekt. Ey, da ist er ja. Ich spüre das hier. Tschüss. 187. Alter, wir müssen diesen Controller weglegen, aber kein Problem. Der Typ ist einfach in der neuen Season angekommen. Das ging wirklich schnell. Hä, wo ist der andere Controller? Da ist er doch. Schnellster Wechsel ever. Xbox-Controller. Das geht ja schneller als in der Formel 1 mit dem Reifenwechsel hier. Den kennt ihr. Ich finde den sogar besser als den PS5-Controller. Darfst du gar nicht sagen. Aber der liegt halt viel besser in der Hand drin. Wir könnten dieses Teil drauf machen, aber ich weiß nicht. Nachher kommt hier irgendwo einer. Oh, da ist schon einer. Da kommt irgendeiner. Was mache ich hier? Ich heile einfach die Wand. Ich kann nicht mehr. Ey, bleib doch mal weg, Alter. Ich bin neu in diesem Spiel. Ich kann zwar noch bauen, aber nicht gut. Oh. Aim Assist, bitte. Funktioniere. Mach ihn weg. Okay, wir haben es geschafft. Wow. Dieser Controller wird auch schon wieder ausgetauscht. Warte mal. Solange der noch nicht ganz tot ist, können wir den noch benutzen. Er schießt ja nämlich Feuer auf mich. Hier bekommst du Gestank, Alter. Das ist ein Mega-Duell. Stinkbogen gegen Feuerbogen. Wer wird das Ganze gewinnen? Und boom! Ich treffe einfach gar nichts. Aim Assist funktioniert überhaupt nicht. Wisst ihr was? Wir werfen einfach Granaten auf den. Was ist das hier, du Schuft? Ey, der ist ja gar nicht mehr da. Oder? Läufst du rein? Geht down. Und tschüss! Alter, das war ja wirklich knapp. Aber habt ihr gesehen, der dreht sich um und gibt mir einfach mega den Schaden. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Ich wollte eigentlich nach jedem Kill wechseln, aber ihr seht ja selber, es ist ein bisschen schwieriger. So, wir tauschen jetzt aber wieder. Nächster Controller, macht euch bereit, der ist geil. Okay, ich habe ihn parat. Es ist ein PlayStation 4 Controller, aber kein normaler, Freunde.
Denn es ist einfach ein Scuff-Controller. Kennt ihr doch mit diesen extra Pedals hier. Ist ein bisschen älter, aber er funktioniert immer noch. Den kannst du nicht kaputt machen. Das ist wie ein Nokia-Handy. So, mit dem einen können wir springen und mit dem anderen können wir in den Baumodus gehen. Habe ich anscheinend mal so eingestellt, erinnere ich mich nicht, aber ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. Geht's euch manchmal auch so? Egal, wir bauen jetzt ein paar Sachen ab und dann werde ich euch zeigen, wie ich bauen kann. Ich sag euch, ich habe nichts verlernt. Ich werde hier die 90s cranken wie sonst einer. Bogamon Gral, zieht euch warm an. Okay, es geht los. 90s, komm. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Aber ich bin gar nicht so schlecht. Tschüss, ich kann es immer noch. Guckt euch das an. Ich bin begeistert, er war nie weg. Ja gut, das war jetzt nicht so clean und bearbeiten geht halt irgendwie gar nicht. Aber der Rest geht immer noch, ich bin stolz auf mich. Ladies and Gentlemen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind derzeit wieder in der Luft. Wir fliegen gerade über Anvil Square drüber mit meinen Luftballons. Mini Clombo ist auch am Start, der fliegt das Flugzeug gerade. Oh Gott, da ist ein Gegner. Ich wollte gerade sagen, hier ist keiner. Das wird jetzt böse für dich ausgehen. Du bist ja ein kleiner Whitey gerade. Halt, du dich etwa gerade? Das sieht nicht gut für dich aus. Oh Gott, ich kann überhaupt nicht. Nein, es wird peinlich. Mini-Klombo, geh mal aus dem Weg, Mann. Ich werde dem jetzt wehtun. Achtung. Und boom. Wir haben es geschafft. Alter, bin ich schlecht. Gut, dass es so ein Bummi gewesen ist. Ich sag euch, ich bin ja schon schlecht. Aber wer bist du denn hier? Okay, dann können wir wieder wechseln. Hat halt nur eine halbe Stunde gedauert, aber kein Problem. Ich sag euch, jetzt wird es richtig interessant werden. Wir nehmen jetzt den Hacker-Controller. Guckt euch das an. Es ist ein Hacker-Controller. Er ist zwar von Nakun. Nee, Nakun. Aber eigentlich heißt das so viel wie Hacker auf Japanisch. Wir müssen ihn halt leider aufmachen. Und ich bin schlecht im Aufmachen von Sachen. Wir müssen uns beeilen. Hoffentlich kommt hier keiner. Ey, ich sag euch, wenn dieser Controller an ist, ihr werdet sagen, wow. Garantiert, ihr werdet das sagen. So, wir haben es gleich geschafft. Das kann doch nur von mir kommen. Mitten im Video einfach ein Unboxing. Was ist das? Okay. So, das Kabel haben wir. Und here we go. Da ist er. Ey, der sieht ja voll geil aus. Der ist durchsichtig. Ey, sowas hatte ich damals auf PlayStation 2 schon. Also nicht den Hacker-Controller, sondern das war ein normaler, durchsichtiger. Ich langsam shaky hands, ich sag's euch. Die Zone kommt schon, nur noch 40 Sekunden. Wir müssen uns beeilen. Okay, let it equip. Leute, guckt euch das bitte an. Funktioniert der? Alter, wie sieht der aus, bitte? Der leuchtet ja sogar rot. Das ist wirklich ein Hacker-Controller. Seht ihr das? Er hat Kräfte, Mächte, der sieht ja geisteskrank aus. Ich liebe ihn jetzt schon. Aus dem Weg hier. Okay, ist doch gar nicht so einfach. Wir müssen schnell in die Zone. Sonst sterben wir. Komm schon, Ryan Smuggle. Wir machen dich fertig. 23er Hit. Ey, wenn wir damit einen killen, ne? Ich komme gar nicht klar. Ich glaube, der ist ursprünglich auch für PlayStation gewesen. Zumindest spricht das Logo dafür. Hä? Seine tot? Ja gut, ich teste diesen Controller einmal und... Oh mein Gott! Tschüss! Ich hab's euch gesagt, das ist ein Hacker-Controller. Alter, wie geht der denn ab? Er hat 138er Schaden gefangen. Jeder Schuss hat getroffen. Ey, wo willst du denn hin? Dieser Controller ist gut dabei. Oh, oh, hier schießt irgendwann auf mich. Mit Feuer auch noch. Ich glaube, ich gehe dann doch nochmal, ne? Ich will nicht sterben. Der andere trifft auch gut. Ich glaube, der hat denselben Controller. Hier sind so viele Gegner. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich singe hier wieder nur meinen Song. Ich sag euch, der Controller ist noch nicht ganz aufgewärmt. Ist wie mit den Autos. Wer kommt denn da? Wie geht da? Ey, was soll das? Weg mit dir! Er haut mich weg. Verzieh dich doch, Alter. Du hast eh keine Chance gegen diesen Controller hier. Der ist zu stark für dich, habe ich doch gesagt. Oh, er wird jetzt sterben. Wir werden wieder wechseln. Dieser Controller ist einfach zu stark. Er ist zu mächtig für mich. Deswegen spiele ich auch so schlecht damit. Oh Gott, hier ist irgendwo einer. Hallo, ich will doch nur den Controller wechseln. Bitte, hör doch mal gerade auf. Ah! Wow, wo kommst du denn her? Der lauert mir einfach auf. Was ist das denn für einer? Wir müssen weiter. Der Schaden wird langsam auch unreal. 5er-Ticks. Hallo? Ich bin ein Propeller von einem Helikopter. Jetzt aber. Bitte, mach kein Auge. Anderer Controller, Freunde, macht euch bereit. Wir wechseln jetzt. Hoffentlich kommt hier keiner. Ey, da schießt schon einer. Hör doch mal auf, Mann. Oh, oh, hier ist irgendwas runtergefallen. Da ist er. Der nächste Controller. Die werden auch irgendwie immer kleiner. Ey, wer schießt hier gegen meine Wand? Junge, geh doch mal bitte. Geht der? Oh nein, der geht nicht. Nein. Warum denn nicht? Wir haben nur noch 45 Sekunden Zeit. Ah, jedes Mal dasselbe. Ich hebe automatisch ab. Ey, das bin ich gar nicht. Geht das jetzt? Nein, es geht nicht. Oh Gott, wir werden sterben. Nein, ich muss mich irgendwie retten. Leute, das zählt gerade nicht. Ich muss mit Tastatur spielen. Bisschen cheaten und so. Es geht nicht anders. Ich sterbe, oder? Oh mein Gott, das ist Leben am Limit. Wir haben nur noch 60 HP gerade. Ist hier irgendwo einer? Bitte. Ich will doch nur zubauen. Controller wechseln. Er schießt auf mich. Okay, wir haben nur noch 24 HP. Der kommt auch noch.
Lass mich doch bitte gehen. Ich hab doch nichts gemacht. Wir brauchen mal wieder neue Hit-Singles hier in Fortnite. Denkt euch mal ein paar Songs aus und ich werde die einfach abspielen. Einstudieren und nachsingen. Es ist halt so schwer, ne? Ich bin schon wieder draußen. Nein, ich werde sterben, oder? Nein, das ist so kacke, so schlecht. Okay, Freunde. Neue Runde, neues Glück. Und guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe 3 Lamis auf einmal gefunden. Ey, das kannst du keinem erzählen. Wir müssen das nochmal ein bisschen spannender machen. Wartet. Kurz irgendwas auswählen hier. Ich spiele übrigens gerade wieder mit dem normalen PS4-Controller. Das Gefühl, der ist irgendwie noch ein bisschen staubiger geworden. Wow, was soll das denn hier werden? Alter, Fischimann, erschreck dich nicht so. Ich heile den sogar. Ah! Alter, der war genauso verpeilt wie ich. So, wir hatten unsere Probleme, der ist tot. Das heißt, warte mal, wir können ja wieder durchwechseln. Das geht hier Schlag auf Schlag. Neuer Controller. Welcher wird sein? Warte mal, wo ist der Controller hin? Nein, der blaue ist einfach weg. Habe ich den gerade weggeworfen? Also ich hatte gerade keinen Anfall. Wo ist denn der Scuffy hin? Okay, oder ich bin einfach blind auf beiden Augen. Hier ist der Scuffy-Controller. Ja, gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass der genau vor mir gewesen ist. So, wir tun nochmal überrascht. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Wir haben 3 Lamis auf einmal gefunden. Erst finde ich die gar nicht und dann finde ich die auf einmal 2 mal hintereinander. Sie sind alle aktiviert. Ich liebe Lamis. Hey, schießt irgendwo einer. Lasst Lami in Ruhe. Ihr spinnt ja wohl. Was hier alles rumliegt, ich kann nicht mehr. Ey, schieß nicht auf Lama. Schieß nicht auf mich. Und auch nicht auf Baby Klobo, Alter. Okay, von Aim Assist merke ich gerade irgendwie relativ wenig. Aber das Gute ist, wir können den Controller wieder wechseln. Zwei auf einmal parallel weg. Was geht hier ab? So, nächster Controller. Wir spielen einfach wieder mit dem Hacker-Controller. Alter, der leuchtet so geil, ne? Ey, das ist einfach auch hochgegangen. Ey, das kannst du keinem erzählen. Lami, hast du mir aufgelauert? Egal, kein Problem. Wir suchen unser nächstes Opfer. Ey, da unten ist einer. Achso, der andere ist ja genockt. Ist egal. Das entschädigt auf jeden Fall diese ganzen Versuche, wo ich erst noch 2 Kills gewechselt habe. Hallo, Boga, schieß doch nicht auf mich. Tschüss, Alter. Der wird nie wieder Ärger machen. Dann können wir den Controller jetzt schon wieder wechseln. Ja, gut. Ich hoffe, dieser Controller geht. Bitte. Nein, das Kabel geht gar nicht so weit. Ich habe hier einen Switch-Controller, aber das Problem ist, der funktioniert irgendwie nicht. Ich habe sogar versucht, den über Bluetooth zu connecten, aber das geht irgendwie auch nicht. Wie schließt man einen Switch-Controller am PC an? Falls sich damit einer auskennt, schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich will den auf jeden Fall mal benutzen, weil der fühlt sich gut an. Wir nehmen einfach den blauen jetzt. Wird der funktionieren? Ey, der geht schon wieder nicht. Nein, nicht dasselbe Problem und schon wieder die Zone. Ey, hinterfrag nicht, was ich gemacht habe. Ich habe an dem Kabel geschüttelt wie ein Weltmeister und es funktioniert. Da ist er. Ein wunderschöner blauer Controller, der sehr, sehr klein ist und ganz komisch in der Hand liegt. Sind hier irgendwelche Gegner? Sieht wieder nicht so aus. Dann machen wir einen kleinen Review, Freunde. Ich zeige euch mal kurz den Controller. Der sieht relativ smooth aus, ist relativ klein, liegt gut in der Hand. Die Tasten sind eigentlich auch ganz fetzig so. Kann man mal machen, ne? Das hilft halt nichts. Wir müssen uns hier einen schnappen. Boah, da ist sogar einer. Was macht der denn da? Alter, ist der schnell weg gewesen? Schotti, Alter, was machst du hier? Warum läufst du in meine Munition rein? Wir müssen schnell wechseln. Hoffentlich kommt hier keiner. Das Gute ist ja, wir sind gerade im No-Building-Modus, das heißt, ich kann eh nicht zubauen. Bleiben Sie weg. Den hatten wir schon. Nächster Controller, wir schließen an und es ist wieder der Xbox-Controller. Komm, schnelle Welle-Kill hier. Funktioniere. Nein, hier geht wieder irgendwas nicht. Jetzt aber. Connecte. Das geht nicht. Doch, es geht. Perfekt. Dann komm mal her, mein Sportfreund. Alter, bin ich getroffen. Ich schieße einfach auf alles. Kommt denn der jetzt angelaufen? Hä? Alter, mach mal kein Auge hier. Und boom. Und boom. Und weg mit dir. Der ist schon mal genockt, aber was soll ich jetzt machen? Ich kann den Controller nicht wechseln. Ich muss leider den auch noch killen. Es tut mir leid. Er ist tot. Perfekt. 2 weniger, aber wir haben halt den Controller wechseln müssen eigentlich. Ey, wer schießt hier auf mich? Das kommt hier Schlag auf Schlag, Alter. Nächster Controller. Ich glaube, ihr wisst schon, was kommt. Ihr seht es ja auch schon. Es ist einfach der japanische Geister-Hacker verbotene Controller. Was auch immer. Ich weiß es immer noch nicht. Lol, das funktioniert. Können wir damit auch spielen? Bitte. Hier. Du komischer Controller. Los. Es geht. Aha, es geht. Wir haben es, Leute. Ich bin jedes Mal so froh, wenn das funktioniert einfach. Ja, gut. Wir spielen mit der Big Baba Bubu-Wolke hier. Ohne brauchen wir sowieso nicht. Wer zum Geier hat gerade auf mich geschossen?
Komm raus, wir haben noch mehr Controller. Guckt euch das mal an, falls ihr den Controller noch nicht kennt. Er hat einfach ein Gesicht. Was ist das? Ich glaube, das soll ein Geist aus Japan sein. Ich weiß aber nicht genau. Ihr könnt die Geschichte dieses Controllers ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Da hinten ist einer. Da ist sogar noch einer. Treffen wir die? Oh Gott, nicht diese Attacke. Ich hasse diese Attacke. Bitte. Lass mich in Ruhe. Jedes Mal killt die mich einfach. Aber die geht nicht so weit, Gott sei Dank. Das Einzige, was ich nicht vermissen werde, ist diese Attacke. Nein, die fighten gegeneinander. Bitte, ich will abstauben. Komm schon. Ich will einen killen. Ja, bleib stehen. 66. Es ist halt so schwer, jemanden zu treffen. Wieso kommt der hier hin? Hallo? Was wollt ihr von mir? Oh, oh. Geht die weg. Was will der, Alter? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Let's go. Wir können wieder durchwechseln. Macht euch bereit den nächsten Controller. Ey, das gibt's überhaupt gar nicht. Es sind nur noch zwei Gegner. Wir haben Hammer, das heißt, wir können abhauen. Hä, wo ist der Rest? Wieso bin ich markiert? Nein, er ist hinter mir. Oh mein Gott, er setzt die Fähigkeit ein. Nein. Ey, wie soll man so gewinnen? Ich wurde einfach wieder von der Deko-Smash weggesmashed. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist halt mega unfair. Zwei Leute noch und der setzt sie einfach rein. Was hätte ich tun sollen? Ey, das kann nicht wahr sein. Ich wollte doch gerade noch den Controller wechseln. Ich hatte noch was anderes. Ich hatte einen Move-Controller extra vorbereitet für euch. Guckt euch das mal an. Diese ganzen Controller, haben wir eingesetzt oder wollten sie einsetzen? Ich bin einfach heftiger als Saturn und Mediamarkt zusammen, glaube ich. Guckt euch das an. Wie viele sind das? So, hier haben wir einen. Oh Gott, es fällt alles zusammen. Wow. So, hier ist der Move-Controller. Falls ihr damit ein Match sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Das Ding ist auch mega schwer zu handeln. Naja, gut, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Falls wir sowas wiederholen sollen oder noch krassere Sachen. Ich bin gespannt drauf. Haut rein, bis zum nächsten Video.